Mark und Nicolas Escudé, der Franzose. Das ist Spiel Nummer 1 heute hier, Viertelfinaltag beim Grand Prix de Lyon. Wenn Sie sagen, Christian Pless, Dänemark, habe ich noch nie gehört. Da sind Sie vielleicht nicht alleine, aber der Bursche ist seit 99 Professional, seit dieser Zeit auch auf der Tour und hat sich kontinuierlich nach vorne gearbeitet über die Position 887 und im Augenblick ist er im Champions Race die Nummer 85. Und er steht hier zurecht im Viertelfinale. Da haben wir den Mann rechts. Warum? Denn er hat im Achtelfinale den Titelverteidiger besiegt, Ivan Ljubicic, in 3 Sätzen. Eine klasse Vorstellung vom 21-Jährigen aus Odense in Dänemark, aber er lebt seit dem vergangenen Jahr in Monte Carlo. Die Gründe dafür sind hinreichlich bekannt. Zuvor hat er 3 Jahre in Tampa gewohnt, gelebt, gearbeitet, trainiert, nämlich in der Saddlebrook Academy, dort wo auch Pete Sampras trainierte, wohnte. Mittlerweile ist er ja umgezogen nach Kalifornien. Jennifer Capriati, auch mit ihr hat er trainiert, das hat er uns bestätigt. Er sagt, das ist nichts Ungewöhnliches für uns, wenn du solche Trainingspartner oder Partnerinnen zur Verfügung hast, in dem Revier, in dem du lebst, dann ist es doch wunderbar. Und von einer Capriati kann man auch eine Menge lernen, von der Einstellung her, von der Intensität beim Training. Und anscheinend hat es ihm etwas gebracht, denn er kann zum ersten Mal in dieser Saison ein Halbfinale erreichen. Zuvor zweimal ein Viertelfinale in diesem Jahr in Houston auf Sand und unlängst jetzt in Taschkent auf einem Hardcourt-Belag. Das ist auch der Belag, den er am meisten favorisiert, auf dem er am liebsten spielt. Ob ihm die Halle entgegenkommt, da hatte ich zunächst Zweifel. Aber er hat bewiesen, dass er auf diesem schnellen Belag hervorragend klarkommt. Ansonsten kann man nicht in Runde 1 einen David Sanchez besiegen. Okay, ein Spanier in der Halle. Sicherlich eine Pflichtaufgabe, aber Ivan Ljubicic, Kompliment. Und dann sollten wir nicht vergessen, Christian Pless musste zuvor die Qualifikation spielen. Hier in Lyon 3 Begegnungen gegen Ivo Karlovic aus Kroatien, gegen Galimberti aus Italien in 3 und das entscheidende Spiel gegen Thierry Arsion aus Frankreich ebenfalls in 3 Sätzen erfolgreich. Also Spiel Nummer 6 steht an und das ist der Vergleich zu Paul-Henri Mathieu aus der vergangenen Woche in Moskau, denn der gewann ja auch die Qualifikation. Er gewann nicht die Qualifikation, sondern er gewann seine Spiele, um aus der Quali hervorzukommen. Insgesamt treten dort ja auch 32 an, 4 dürfen dann am Ende ins Hauptfeld gelangen. Also 3 Spiele dort, 2 hat er hier gewonnen und nun sein drittes. Und warum nicht? Eine Fortsetzung wäre doch schön. Jede Woche mal ein etwas anderes, ein neues Gesicht zu präsentieren, vor allem für uns Kommentatoren auch, denn wir haben ja auch nicht immer die Chance, diese Herrschaften zu kommentieren. Für Sie, die sagen, Christian Pless aus Dänemark, unvorstellbar, dass man in diesem Land Tennis spielt. Doch, das tun die Herrschaften. Die gehen nicht nur an den Strand und sitzen in den herrlichen Dünen und schauen entweder auf Nord- oder Ostsee oder gehen zum Fußball. Ich bin gespannt, wie er sich hier beweisen wird gegen Nicolas Escudé, gegen den Franzosen, der zum einen mächtig Auftrieb bekommen hat, dadurch, dass er gestern Jewgeni Kafelnikow besiegt hat. Das hat er auch auf der Pressekonferenz gesagt. Er sagt, es war klasse, hier in 2 Sätzen zu gewinnen. Vor allem gegen einen Jewgeni Kafelnikow, der immer noch ein sehr, sehr gutes Tennis spielt. Er fühlt sich mental und konditionell voll auf der Höhe. Das war die Vorstellung vom Hallensprecher Marc Maury für Christian Pless. Escudé sicherlich für mich der Favorit in dieser Begegnung, aber das ist ja schön, wenn wir dann eines Besseren belehrt werden. Er liebt es, wenn Tempo von der anderen Seite kommt. Er nimmt dieses Tempo gerne an, kann die Bälle früh im Aufstieg nehmen. Das haben wir auch gestern im Spiel gegen Kafelnikow gesehen. Nicolas Escudé, der sich sagt, endlich mal in der Heimat hier in Lyon ein gutes Turnier zu spielen. Das ist ihm lange nicht gelungen. 99 die dritte Runde. Das war's. Aber ansonsten in diesem Jahr bis zu seiner Verletzung eine prima Saison abgeliefert. Mit dem Titel in der Halle in Rotterdam. Ein Finale in der Halle in Marseille. Ein Halbfinale in der Halle in Mailand und ein Viertelfinale in der Halle letzte Woche in Moskau. Zeigt also deutlich an, wo er sich wohlfühlt. Viele Spieler bestätigen das ja auch und sagen, hier gibt es keine Irritationen durch Wind, durch lärmende Geräusche von Straßen, Eisenbahnlinien oder was auch immer.
keine Sonneneinstrahlung. Man wird nicht behindert beim Ballwurf. Und so hat jeder sein eigenes Rezept, um gutes Tennis in der Halle oder auf den Belegen zu spielen, wo sich ein jeweiliger Akteur wohlfühlt. Im Augenblick die Nummer 36 im Champions Race. Das Master steht hier an, Mitte November in Shanghai. Grand Prix de Tennis de Lyon. Viertelfinaltag am Freitag. Unser Live-Spiel für Sie unter den Augen des Stuhlschiedsrichters Mohamed Layani aus Schweden. Christian Pless aus Dänemark gegen Nicolas Escudé. Und eine Überraschung und eine Besonderheit habe ich für Sie auch noch. Sie sagen, Mensch, Tennis aus Lyon, das macht Freude, das macht Spaß. Heute Abend um 19 Uhr. In Anbetracht dessen, dass dort zwei Herrschaften aufeinandertreffen, haben wir uns von Eurosport entschlossen, Ihnen dieses Spiel zu präsentieren. Nämlich Marat Safine gegen Gustavo Kürten. 19 Uhr hier live aus Lyon. Aber beginnen wollen wir mit Escudé gegen Christian Pless. Sehr schön aufgepasst dort vorne am Netz. Das Einzige, was er bemängelt hat nach seinem Sieg gestern gegen Kafelnikov, das war sein Aufschlag. Escudé hat gesagt, ich bin zu selten oder ich habe es nicht verstanden, viele Erste ins Feld zu bringen. Weiß aber noch lange nicht, wenn der Erste kommt, dass der auch zwingend gut sein muss. Fantastischer Return von Pless. Überzeugend, dieses erste Spiel vom Franzosen, Surf and Volley. Das hat er uns auch gestern gegen Kafelnikov gezeigt. Allerdings kann er auch ein Spiel von der Grundlinie aufbauen. Der Däne sagt von sich selbst, mein Aufschlag und die Vorhand. Damit bin ich zufrieden. Damit baue ich das Spiel auf. Schauen wir, ob es funktioniert. Yeah.
Fehler im ersten Aufschlagspiel. Er gleicht aus. Die beiden haben noch nie gegeneinander gespielt. SQD angesprochen auf den Kontrahenten von heute. Sagt er, ich weiß nicht so viel von ihm. Ich weiß nicht mal so richtig, wie er spielt. Das muss mir mein Coach sagen. Auf die Linie schnell vorn mit einer guten Übersicht am Netz. Hier das erste Ass. Noch ein guter erster Aufschlag. Also das hat er schon mal enorm verbessert im Vergleich zu gestern. Fast nur erste Aufschläge im Feld. Die 2-1-Führung im ersten Satz. Zurück mit dem zweiten Aufschlagspiel von Christian Pless im Hintergrund und 15-0. Große Chance war das für SQD, denn Pless hatte den Return unterschätzt, war viel zu spät losgelaufen. Gezeichnet. Also er bestätigt gleich zu Beginn die gute Leistung aus dem Spiel gegen Ivan Ljubicic. Sehr konzentriert und auch sehr selbstbewusst, der 21-Jährige. Also beide bislang mehr als souverän in den eigenen Aufschlagspielen. SQD hat 2 Punkte abgegeben, Pless 3.
Turn. Schön in die Füße, ganz tief. Das war ein Notschlag vom Franzosen. Richter korrigiert sich sofort, sagt Correction, ball was good. Und der Däne weiß, was soll er machen? Aufregen bringt nichts, die Entscheidung wird eh nicht revidiert. Die Rückhandseite. Kless hatte sich für den Weg durch die Mitte entschieden. Wie Sie sehen, sehen Sie, dass das Bild nicht mehr da ist, sondern ein anderes Bild, nämlich dass der Sieger hier in Lyon, das Turnier wird seit 1987 ausgetragen, erster Sieger Yannick Noah und hier die Sieger ab 92 bis ins vergangene Jahr. Und der Titelverteidiger Ivan Ljubicic ist nicht mehr mit dabei. Verlor in der Runde zuvor gegen Christian Pless und der hat in diesem Augenblick das Break realisiert und führt 3-2 im ersten Satz. Das große Ziel für die 50 Nationalteams Europas ist die Euro 2004 in Portugal. Nur 15 werden das Ziel erreichen. Mit jedem Sieg steigen die Hoffnungen. Eine Niederlage kann fatale Folgen haben. Insgesamt 210 Partien bis November 2003. Erst dann steht das Starterfeld fest. Mit Eurosport bleiben Sie immer am Ball. Die Qualifikation zur Euro 2004 mit dem Spiel der Gruppe 1, Frankreich-Slowenien, live aus dem Stade de France am Samstag um 20.30 Uhr. Die Zusammenfassung der restlichen Spiele des Abends um 23 Uhr. Der Fußball-EM-Abend bei Eurosport. Die ATP Live mit Lotto, Italian Sport Design. So, da sind wir live zurück mit den richtigen Bildern vom Grand Prix de Lyon. Mit dem ersten Viertelfinale des Tages. Christian Pless im Vordergrund aus Dänemark gegen Nicolas Escudé. Und da habe ich zuvor noch Escudé gelobt für seinen Service. Prompt verliert er es. Also der 21-Jährige mit dem Break vorn. Das ist flüssig, das ist rund. Schön durch die Mitte. Zu
0:0. Dieses Aufschlagspiel für den Dänen, der hier zum ersten Mal am Start ist in Lyon, durch die Quali ins Hauptfeld und nun 4:2 vorne liegt im Viertelfinale gegen den Franzosen SQD. Klasse Vorstellung bislang. Und noch einmal der Hinweis auf heute Abend, 19 Uhr, werden wir Ihnen hier das dritte Viertelfinale des Tages präsentieren. Denn dort gibt es das Aufeinandertreffen von Marat Safin und Gustavo Kürten. Vormerken, 19 Uhr live aus Lyon. Unterschnitt. Die richtige Seite gesehen. So ein Ball geht auch. Allerdings liegt er hinten. 3:4. Christian Pless und seiner Führung 4:3. Die Sicherheit von der Grundlinie. Aber das war gegen Kafelnikow gestern auch erst so. Im weiteren Verlauf der Begegnung fand er mal besser zu seinem Spiel. In diesem Jahr einen guten Mix gefunden, Christian Pless, mit Turnieren auf der ATP-Tour und der Challenger-Tour. Triumphe auf der ATP-Tour erreicht hat. Diese beiden Viertelfinals von Houston und Tashkent, dritte Runde Australian Open. Das ist vorzeigbar. Verlassen der 21-Jährige aus Odense in Dänemark. 5:3. Letzte Woche war es die Geschichte von Paul-Henri Mathieu in Moskau aus der Qualifikation ins Finale mit dem Turniersieg. In dieser Woche die Geschichte von Christian Pless werden. Die Voraussetzungen hat er geschaffen. Yes.
langsam muss er aufpassen, der 26-Jährige. Im Spielverlauf hinten liegt in diesem Spiel auch. Macht seinem ersten Doppelfehler. Ausgezeichnet. Auch taktisch sehr klug. Wieder der Winkel nach außen, um das Feld zu öffnen. Stunde gespielt und wir haben den ersten Satzball. Für den Qualifikanten Christian Pless. Und das war klasse. Er hat beim Aufschlag gesehen, der Ball geht durch die Mitte, war rechtzeitig an dieser Stelle und damit dieser klasse Return in die Füße. Und damit geht Satz Nummer 1. Satz 2 beginnt und zwar mit dem Aufschlag des Dänen. Und einem sensationellen Return von Escudé. Den Ball sehr schnell. Auch beim zweiten geht das Risiko ein. So etwas gefällt mir. Nicht auf Abwarten spielen und hoffen, dass der Gegner den Fehler macht, sondern selbst bestimmen. Immer das gleiche Strickmuster. Ein Aufschlag, der das Feld öffnet und dann hat er Zeit und Ruhe mit der Vorhand zu agieren. Zweiten Satz. Also wenn er derart souverän weiter serviert, dann weiß ich nicht, wie Escudé den Pless knacken möchte. Ich kann nur hoffen, dass der Däne irgendwann mal ein bisschen nachlässt in der Konzentration, in der Souveränität. Ansonsten sehe ich da schwarz. Wenn er nicht auf dem Tennisplatz ist, dann macht er das, was viele Tennisspieler gerne machen, Golf spielen. Durch die Zeit in Tampa, Florida hat er dieses Spiel erlernt und schon recht fein perfektioniert. Nachlässig der erste Flugball.
Der war eng. Der war richtig eng, aber es muss ja nun mal entschieden werden. Layani sieht es nicht anders. Zum ersten Mal richtig druckvoll von der Grundlinie der Franzose. Ich meine, SQD ist schnell, war auch vorne, muss dennoch einen Halbflugball spielen. Wenn er eine Chance zum Break hatte, hat er sie realisiert, Christian Pless. Und das ist auch diesmal so. Das ist ja unglaublich, der 21-Jährige hat einen richtigen Lauf. Bei diesem Turnier sehr, sehr konzentriert mit wenigen leichten Fehlern und schon eine feine Führung im zweiten Satz. Gegen den Russen Kafelnikov. Für den Dänen, dreimal der Fehler von SQD. Sein zweiter Punkt, zum zweiten Mal mit der Rückhand. Da war viel Frust drin in diesem Schlag. Zum allerersten Mal in dieser Begegnung
muss der 21-jährige Däne über Einstand gehen. Mehr als zu 30 ließ er nicht zu. Zu defensiv zu verhalten und SQD mit seiner allerersten Breakchance. Seite.
Aufschlag. Er muss mit Risiko spielen. Er greift wieder zu, Christian Pless. Er nimmt zum zweiten Mal dem Franzosen den Aufschlag ab. 4-0 im zweiten Satz. Eine klasse Vorstellung. Auf der anderen Seite SGD sicherlich nicht mit der Leistung, die er gestern gegen Kafelnikov geboten hat. Wir wollen das aber nicht schmälern, was der Däne zeigt, denn der spielt ja nahezu fehlerfrei. Ist er bei 6 Assen angekommen. Es folgt ein weiterer guter Erster, ein Aufschlagspiel zu 0 und damit 6-3-5-0. Wenn man nicht dabei ist, mag man es kaum glauben. Mal ja, herzlichen Applaus, Beifall für Nicolas Escudé zur Aufmunterung. Denn ich glaube, der Franzose hat sich das auch anders vorgestellt. In seinem Spiel hier gegen Christian Pless, dem Qualifikanten aus Dänemark. 3-6-0-5 liegt da hinten. Was habe ich gesagt? Für mich ist der Favorit in dieser Begegnung. Schon wieder mal widerlegt worden. Und das ist doch gut so. Wäre ja schlimm, wenn wir auch noch recht hätten. Mit unseren Vorhersagen und Prognosen. Aber Pless hat es auch wirklich gut gespielt. Der richtige Ball gewesen. Das war überzeugend. Solange da oben nicht 6-3, 6-1, 6-2, 6-3 steht, ist die Begegnung nicht vorbei. Also alles ist noch möglich für den Franzosen. Allerdings muss er sich zweimal das Aufschlagspiel von Pless holen. Scheint überhaupt nicht zu wackeln, sich keine Gedanken zu machen, jetzt hier das Match beenden zu können. Serviert locker und flockig runter. Das Spiel hat nicht mal eine Stunde gedauert. Und da haben wir Matchbälle. Für den 85. im Champions Race, für den Qualifikanten aus Dänemark, für Christian Pless.
Spiel, Satz und Sieg. Christian Pless gewinnt mit 6:3 und 6:1 gegen Nicolas Escudé.